Es war ein sehr schöner Abend hier mit euch, Leute. Das können wir gerne mal wieder wiederholen. Man sieht sich ja immer zweimal im Leben, ne? Und wir sind dieses Jahr auch noch ein paar Mal unterwegs. Also wenn ihr Lust habt, bestimmt noch mal hier in der Ecke, kommt gern vorbei. Und danke, dass ihr hier gewesen seid. Schönes Ding. Schönes Ding. Versucht vielleicht, ich meine, wir werden ja oft so mit dem ganzen Internetkram eingezogen, dass man wieder so auf die kleinen Dinge achtet. Es könnte sein, dass die Person, die gerade neben euch steht, dass ihr mit ihr euer ganzes Leben verbringen könnt, ihr es gar nicht wisst. Offenen Augen durch die Welt gehen. Kann ich nochmal alle Hände haben? Das wäre grandios. So viel, 300.000 in der nächsten Großstadt und bald 4 Millionen in Berlin. Ich war die letzten 5 Jahre allein, hab nach dem 6 im Lotto gesucht, 7 Nächte die Woche zu wenig gepennt wie auf einer Achterbahn. Du warst schon draußen und kamst noch mal zurück. Du sagtest Hi, mir fehlten die Worte. War alles anders mit einem Augenblick. Alle Hände, ich war nie gut, wahrscheinlich ganz recht. Aber das hier hab sogar ich kapiert. Die Chance, dass wir beide uns treffen. Gegen null, doch stehen wir jetzt hier bei Miners Rock. Was wir nicht verstehen. Ich weiß es nicht, doch ich frage es mich schon. Wie hast du es gefunden? Einer von 80 will. Wir auf wie Kometen, wenn wir uns, dann leuchten wir auf wie Kometen, wenn wir uns begegnen, dann leuchten, wir leuchten, wir so weit gekommen. Ich habe euch ja schon erzählt, dass wir das jetzt einige Jahre zusammen machen. Seit 5 Jahren auf Tour.
Haben in den kleinsten Läden angefangen. Ich kann mich noch daran erinnern, vor 3 Jahren waren wir in Braunschweig. Vor 35 Leuten. Warst du da? Eine der 35. Eine von 35 Millionen. Passt nicht so. Auf jeden Fall war das auch eine schöne Zeit. Gut, dass wir das alles durchlebt haben. Und ich habe meine erste Platte zum Beispiel mit Hilfe von Wohnzimmerkonzerten finanziert. Also dieser Back-to-the-Roots-Gedanke liegt uns immer noch am Herzen. Deswegen lass uns nochmal so eine schöne Unplugged-Session machen. Hätte ich Bock drauf. So ganz ohne diesen technischen Schnickschnack, oder? Dazu wäre es gut, wenn ihr jetzt ganz, ganz ruhig werdet. Denn ich werde ein paar Schritte vom Mikrofon weggehen, damit er so seinen vollen Unplugged-Charakter entfalten kann. Mal kurz die Position tauschen. Wir sind jetzt kurz das Publikum und ihr der am schönsten singende Chor, den das Miners Rock jemals gehört hat. Ich glaube, ihr habt Potenzial. Ich zähle euch ein, okay? Und ich will hier will eine kleine Gänsehaut hier haben. Eins, zwei, drei, so weit gekommen.